Egal, was Sie tun, Sie brauchen immer Leidenschaft für das, was Sie tun. Ja, los ging das 1919. Mein Urgroßvater war Chauffeur und auch Mechaniker bei der Baronin Reitzenstein und hatte dann irgendwann die Idee und den Wunsch, sich selbstständig zu machen. Wenn man überlegt, welchen Mut damals mein Urgroßvater gehabt haben muss und welche Risikobereitschaft und auch welche Weitsicht natürlich, in eine Branche zu investieren, die es faktisch damals eigentlich noch nicht gab. Das war schon ein großer Schritt und er hat es dann geschafft, die Familie zu überzeugen, die familieneigenen Weinberge zu verkaufen. Diese Entwicklung natürlich jetzt mal zu betrachten über 100 Jahre, wo wir herkommen von der kleinen Automobilwerkstatt heute zu einer der größten Automobilhandelsgruppen in Deutschland mit 35 Betrieben, mit den wichtigsten 6 Marken des Volkswagen-Konzerns. Das ist schon ein großer Bogen, den wir da gespannt haben. Wir haben in Deutschland einen Carpark, das heißt 46,5 Millionen zugelassene Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge gilt es zu warten natürlich und da sind wir für unsere Kunden ein sehr, sehr guter Berater, was für ihre Mobilität das Richtige ist. Die Handgruppe ist ein Familienunternehmen und das versuchen wir nach allen Seiten zu leben. Das versuchen wir in Richtung unserer Kunden zu leben, indem wir sehr, sehr persönlich auf unsere Kunden eingehen wollen. Wir wollen Stammkunden für uns gewinnen, die ihren Verkäufer kennen, die ihren Serviceberater kennen, die sich bei uns wohlfühlen, aufgehoben fühlen und verstanden fühlen. Aber der schönste Moment, glaube ich, ist, wenn der Kunde dann ins Autohaus kommt und sein Fahrzeug übernimmt, das dann fertig poliert vor ihm steht und der Verkäufer dieses Fahrzeug übergeben kann und dieses Strahlen im Gesicht der Kunden, das ist ein schöner Moment und den versuchen wir natürlich auch für unsere Kunden zu zelebrieren. Wir sehen uns als große Familie und ich möchte, dass unsere Mitarbeiter sich wohlfühlen, sich identifizieren mit dem Unternehmen und wir tun sehr, sehr viel dafür, dass das so ist. Da haben wir einen sehr, sehr hohen Anspruch und unsere Mitarbeiter haben auch einen sehr, sehr hohen Anspruch an das, was sie tun, dass sie es gut machen, dass sie es exzellent machen, dass sie es best in town machen, um auf unseren Markenclaim nochmal einzugehen. Das fängt an bei der Ausbildung natürlich und bei unseren Azubis. Wir haben über 300 Azubis, um dieses Thema einfach professionell zu machen, haben wir die Hahn Akademie gegründet. Unsere Mitarbeiter sollen miteinander kommunizieren, Wissen austauschen, Know-how austauschen und sich ins Unternehmen einbringen. Wir möchten den Kunden nicht nur jetzt im Vorfeld im Internet überlassen, sondern wir möchten für den Kunden auch in dieser Phase schon da sein, ohne dass er vielleicht sogar körperlich zu uns ins Autohaus kommen muss. Wir können den Kunden heute schon online beraten. Vieles, was wir heute schon tun an Digitalisierungsprojekten, entlastet unsere Mitarbeiter. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, der Kunde möchte nach wie vor eine persönliche Beratung, eine persönliche Betreuung. Innovativ zu sein, ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch in unseren Unternehmensleitlinien verankert haben. Da steht nämlich nicht, dass wir traditionell sind oder innovativ sind. Da steht, dass wir traditionell innovativ sind. Und das macht's aus. Wir haben sehr, sehr viele Herausforderungen, die auf uns einprasseln. Die Digitalisierung, da sind wir schon mittendrin. Die E-Mobilität steht vor der Tür und das autonome Fahren wird auch in 5 bis 10 Jahren sicherlich Fuß fassen. Also eine Zeit, die sehr, sehr viel Neues bringt. Aber da jetzt mitzugestalten, jetzt die richtigen Weichen zu stellen, das ist für mich eine große Herausforderung und das macht unheimlich Spaß. Dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu sein und Trends und Entwicklungen nicht nur hinterherzurennen, sondern vielleicht vorne zu sein, sogar mitzugestalten, das ist mein Anspruch als Unternehmer für die Hahn-Gruppe. Ja, wir haben mit unserer Strategie 2028 versucht, für die Hahn-Gruppe zu definieren, wohin für uns der Weg führt in die nächsten 10 Jahre. Zusammen mit unserem Führungsteam haben wir ein starkes Gerüst, mit dem unser Unternehmen hervorragend aufgestellt ist. Ja, wenn ich jetzt überlege, die letzten 100 Jahre unseres Unternehmens und auch die 4 Generationen der Familie Hahn, was sie so miteinander verbindet. Ich glaube, die Liebe und die Leidenschaft zum Automobil ist es, die uns alle verbindet. Und es ist schön zu sehen, wie sich diese Geschichte jetzt bei meinen eigenen Kindern wiederholt.